Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschraube. Heute ging alles so schnell. Ihr seht aber, ein Kasslerroller ist da. Und wir gehen mal einen Schritt weiter. Was gestern doch so leer stand, ist heute schon recht voll. Und noch ein Kasslerroller. Das heißt, wir haben zwei Kasslerroller hier vor Ort. Bilder von Michael und Eddie blende ich nachher nochmal extra dazu ein, dass ihr mal seht, wer ist Michael und wer ist Eddie. Gut, das sind die beiden Roller. Ja, die kennt ihr ja schon zu Genüge, diese beiden hier. Ne? Um den dreht sich heute auch das Video mit. Wie ich eben schon sagte, wir gehen heute an den Kymco Agility. Da habe ich ja nun was zugekauft und ich freue mich schon, das anzubringen. Nun stehen wir, wie gestern auch, wieder in der Garage. Das heißt, der Explorer Race GT50 Edition muss heute weichen, weil da kommt der, genau, der Kymco Agility drauf. Solange hier natürlich noch alles dunkel ist, das ist heute angekommen. Ja, das möchte ich euch ja natürlich nicht vorenthalten, ne? Da kommen wir dann nachher zu. Jetzt heißt es, ich mache mich bereit, dass ich für euch das Video weiterdrehe. Ich bin so stolz, dieses T-Shirt zu tragen. Das ist mal was aus meiner Community oder von meinen Abonnenten vielmehr. Denkt dran, der Scooterman. Der Scooterman. Lasst doch vielleicht für ihn mal ein Like da. Oder einen schönen, netten Kommentar, weil ich muss wirklich sagen, es ist schön, schön gemacht. Irgendwann kommt natürlich mein eigenes Design raus. Aber das steht natürlich noch weit in den Sternen. Jetzt geht's um dieses Paket. Dieses Paket hat auch Geld gekostet. Es war nicht gerade günstig. Wir öffnen es mal. Ich muss nur mal gucken, wo öffne ich es? Ich sehe hier, das wurde nochmal separat eingepackt. Ich muss natürlich vorsichtig sein, weil ich möchte hier weder irgendwas defekt machen. Deshalb, ja, wir dürfen auch heute die Außenhülle dürfen wir ruhig mal ein bisschen reißen. Also reißen wir heute mal. Gut. Weil es ja über Papier nochmal separat verpackt ist, denke ich mal, können wir das ruhig machen. Erstmal hier hin. Heute ein Reißtag mit dem Scooterschrauber. Okay, schauen wir mal. Angekündigt habe ich es. Gestern im Video habe ich es erst noch angekündigt. Ja, mal gucken. Also Verpackung, sehr gut. Verpackung ist hier eine 1. Ich muss das Messer mal ein bisschen öffnen. So, jetzt aber. Ja, so bleibt es auch wenigstens etwas spannend. Na. Ich glaube, ich kann das Cuttermesser zur Seite nehmen. Na, das ist doch mal ein Einfall gewesen. Extra für den Scooterschrauber gut verpackt. Gut, kommen wir dazu. Gestern habe ich es angekündigt. Heute ein Kuddelmuddel-Video. Ja, einfach mal wild durcheinander. Aber selbst das kennt ihr auch schon von mir, weil ich möchte einfach meine Freude ja mit euch teilen. Das habe ich schon mal angekündigt. Jetzt schärfen wir das Messer mal ein bisschen. Dazu nehme ich einfach eine Flachzange und schneide, knicke vorne die erste Klinge einfach ab. Weg damit, dass man sich
nicht mal dran verletzt. Und weiter geht's, weil hier ist nämlich auch noch was zugemacht. Immer Vorsicht. Ja, ich glaube jetzt. Messer weg. Ich freue mich einfach. Wenn ich euch was zeigen kann, freue ich mich einfach. Hier haben wir schon mal ein Netzteil. Das ist das Netzteil. Ja, ihr seht ja schon, was es ist. Ne? Ich denke mal, der eine oder andere kennt diese Farbe von diesen Kartons. Und nun präsentiere ich euch eine, boah, die ist aber leicht. Na ja, gut, der Akku fehlt. Präsentiere ich euch eine Videocam, die noch recht neu ist. Die wurde kaum benutzt. Die wurde wirklich kaum benutzt. Und vor allem, ich habe sie sogar noch bei diesen Herren ein bisschen günstiger bekommen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Legria HFR 506 ist das. Also, ich bin... Jetzt muss ich mal gucken. Ah, hier. Hier ist die Öffnung für die Linse. Oh, richtig schick alles. Ich zeige sie euch nochmal. Ich bin echt stolz darauf. Auch wenn sie gebraucht ist. Das stört mich nicht. Die Hauptsache ist, dass ich für euch schöne Videos machen kann. Gut, das lege ich mal zur Seite. Weil dazu gibt es noch Kabel. Noch ein Kabel. Und... es gibt noch ein Akkupack. Im Grunde kann ich höchstwahrscheinlich meine Akkupacks auch dafür nehmen. Das wird sich dann entscheiden. Ich möchte erst mal sehen, wie gut ist dieser noch. Ne? Oder das Akkupack, wie man es auch nennen mag. Ich setze es mal ein. Und wir schauen einfach mal. Oh, okay, sie geht schon an mit Abklappen. Wenn man es aufklappt. Okay, keine Speicherkarte. Okay, hier fehlt mir eine Taste. Normalerweise hat meine hier unten noch eine Taste. Ah, hier. An und off. Okay. Aber ich bin trotzdem mal gespannt. Ich bin echt gespannt, wie man mit der Kamera arbeiten kann. Sie hat ja auch einen Touchstream. Ne? Gut. Funktioniert auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal sehr wichtig. Kommen wir zur Sache Nummer 2. Ja, Leute, anderes T-Shirt. Und zwar, warum? Wegen diesem Paket von Scooter Garage. Ich habe eine kleine Bestellung aufgegeben bei Scooter Garage. Und ihr seht, Scooter Garage. Und hier unten, könnt ihr das lesen, hier, dieses hier, der Scooterschrauber. Okay, das habe ich für den Kimco Agility bestellt. Und zwar brauche ich jetzt natürlich wieder ein Cuttermesser, was ich nur ganz winzig rausschiebe. Was ist da drin? Ihr wisst, was mich an diesem Agility aufgeregt hat. Extrem aufgeregt hat. Heute schaffen wir Abhilfe. Heute schaffen wir Abhilfe. Dass ich mich ja nicht mehr aufregen brauche. Und denkt hinten an meinen Code. Ihr könnt für einen einmaligen Einkauf 5% gewinnen. Ja, die könnt ihr euch sparen, indem ihr meinen Code hinten in der Kanalbeschreibung angibt. Nochmal so nebenbei. Wissen ja noch nicht alle. Okay. Was hat uns Scooter Garage Gutes
getan und an meiner Bestellung mir gesendet. Und zwar, heute mal ohne Trommelwirbel. Okay, wir machen heute mal keinen Trommelwirbel. Das habe ich mir auch über Scooter Garage bestellt. Nicht auf, sondern über Scooter Garage bestellt. Und, ich zeige es euch. Huch, da ist was runtergefallen. Der Stopfen hierfür. Der ist in mir rausgerutscht. Genau. Ein Spiegel für zum Beispiel ein SR 50, also Aprilia, oder für den D-Tech. Der Iris-Roller hat diese Spiegel auch dran bekommen. Jetzt bekommt der Agility diese Spiegel, diese Spiegel verbaut. Und über Scooter Garage kam hier. Ja, Leute, was soll ich sagen? Nicht nur einmal, vielleicht zweimal. Das heißt, wir öffnen das auch. Und diese Spiegel möchte ich heute mit euch verbauen. Na, okay, hier, das ist der Propfen, der mir eben auch schon runtergefallen war, der andere. Das ist der Propfen und farblich ein bisschen anders eingepackt. Der gleiche Spiegel. Na, ist das nicht die Krönung? Endlich bekommt der Agility vernünftige Spiegel dran. Und nicht diesen Schrott, der dran ist. Kann ja kein Mensch was sehen. Vor allem, ihr müsstet ihn so weit rüberstellen, dass ihr so gucken könnt. Muss nicht sein. Ordentliche Spiegel dran und gut. Ja, was machen wir? War das alles? Das war leider alles. Mehr habe ich für euch nicht. Aber ich denke mal, das ist schon mal ein Anfang für unseren Agility. Soll ich mir mal wieder einen Zaubertrick einfallen lassen? Ah, vielleicht finde ich da ja wieder mal so ein bisschen was an Tricks. Ja Leute, mir fällt kein richtiger Zaubertrick ein. Wir müssen ja erstmal diesen Roller rausschaffen. Ich würde mal sagen, wir versuchen es mal. Moment. Wir nehmen unseren neuen Zauberstock dafür. Ihr wisst, ohne diesen geht gar nichts. Und ich würde sagen, Sim, Sala, Bim. Ha, okay. Das hat ja richtig gut geklappt. Ihr wisst, ich schiebe keinen Roller so gerne. Das ist immer so ein Kraftakt teilweise. Deshalb, jetzt heißt es natürlich für den nächsten Zauberspruch. Ihr wisst, hier fließt viel Energie durch. Und für den nächsten Zauberspruch müssen wir ihn ja, leider etwas mehr ausziehen, dass wir auch die Kraftübertragung richtig hier reinkriegen. Dass er Power macht. Und ich darf ihn auch nicht mehr in der Garage liegen lassen. Weil mit so viel Macht zu zaubern, das darf hier nicht liegen. Das muss unter Verschluss. Das wird das nächste werden. Gut. Nächste Zauberspruch. Was soll ich sagen? Mir ist einer eingefallen. Ich habe ihn. Also, euch habe ich schön weit nach hinten in Deckung gebracht. Wir versuchen es. Kimco muss hierher. Oh, ich muss aufpassen. Hokus. Pokus. Fidebus. Ha. Oh, er hat sogar noch mehr Kraft gebraucht. Er hat sich sogar ausgefahren. Da könnt ihr mal sehen, was für eine Energie durch diesen Zauberstock freigesetzt wird. Gut, wir haben unseren Roller drinne. Leider muss ich ein bisschen improvisieren. Das heißt, ich habe die Spiegel natürlich schon mal angehalten. Wir müssen aber hier eine ganz, ganz kleine Ecke wegnehmen. Das mache ich natürlich mit euch zusammen. Ihr sollt sehen, wenn ich arbeite, woran arbeite ich. Und wir müssen ein ganz, ganz kleines Stück
von der Verkleidung wegnehmen. Das ist aber so gering. Da braucht sich keiner drüber aufregen, glaube ich. Wir machen es ja ordentlich. Ab jetzt. So, dann packe ich dich erstmal gut weg. Weil ich darf niemand anders in die Hände kommen. Ja, ich gehe schnell rein und bring ihn weg. Gut. Das heißt, dieser Spiegel kommt auf jeden Fall weg. Dieser Spiegel wird hier nie wieder drankommen. Der wird nie wieder benutzt, sagen wir mal so. Ich muss mal gucken, hier lässt sich das ganz gleich bewegen. Oder habe ich mich da getäuscht? Scheint gut zu sein. Okay, das heißt, das Grauen hat ein Ende. Wir brauchen unseren D-Ersatz, sage ich mal. Könnt ihr damit was anfangen? Vom Parkside? Werbung. Durchs ganze Video am besten. Ich zeige euch das mal von der Seite. Und zwar, ne, hier ist ja so ein leichter Überstand. Und hier müssen wir ein ganz, ganz kleines Stück wegnehmen. Ja, ich denke mal noch nicht mal 5 mm, dass wir diesen Spiegel dann hier ansetzen können. Ich halte euch nochmal anders, weil so sieht, könnt ihr das nicht richtig wahrnehmen. Und zwar, wenn ich jetzt den Spiegel ansetzen möchte, da ist hier ist ein ganz kleiner Versatz drinne. Minimal. Das Gute ist, ich brauche diesen Spiegel nicht zu drehen, weil die Schraube kommt von oben einfach rein und wird dann befestigt. Und dann kann ich mir die Position suchen. Obwohl hier ist das wirklich ganz, ganz minimal, was hier weg muss. Aber dafür haben wir dann einen schicken Spiegel. So würde es dann aussehen, ne? So ungefähr. So. Und ja, man kann ihn trotzdem noch ein bisschen lenken. Aber wie gesagt, 5 mm von hier weg. Das machen wir jetzt. Was ich jetzt mache, ich nehme mir einen Filzer und zeichne mir die Ecke trotzdem nochmal an, die ich hier wegnehmen werde. Das ist ganz, ganz minimal. Das ist wirklich nicht viel. Deshalb mal gerade runterzeichnen. So. Das Stück nehme ich weg. Genauso, Moment, auf der anderen Seite. Da nehme ich auch ein ganz kleines Stück weg. Das ist ja nicht ganz so schlimm. Das hier ist sowieso schon angeschlagen. Also von daher darf ich da auch minimal was von wegnehmen. Ich habe hier ein Diamantblatt drin, ne? Und ja, wir machen uns mal ans Werk. Bisschen mehr Dampf. Na, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Und immer Vorsicht. Schon mal sehr gut aus. Ich glaube, die Seite ist fertig. Oh, spitz und scharf. Gut, das runde ich noch ein bisschen ab, aber da ist fast gar nichts runtergekommen. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir machen so eine Umbauten richtig viel Spaß.
Deshalb, ich möchte auch später Roller verändern. Verkleidungstechnisch. Ich habe da so viele Ideen. Dann könnte man verkleidungstechnisch noch so viel verändern. Ne? So Kleinigkeiten, aber so ein bisschen mehr Flair. Ne? Aber wie gesagt, dazu muss ich mir noch irgendwie Firmen ranziehen. Gut, bevor wir hier alles dann noch begradigen, jetzt geht es erstmal auf die Seite und auch erstmal leicht was wegtrennen. Ja, das sieht gut aus. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Gut, wir halten jetzt mal hier den Spiegel an und guckt euch das an. Das war diese kleine Ecke hier. Ja, so schnell geht das. Gut, ich halte mal den Spiegel an. Und schau mal, okay, wir müssen hier noch, hier muss doch noch ein Stück, eventuell sogar nur diese abfallende Kante, die hier vorne ist, hier, die muss wohl doch noch weg. Dann könnte es reichen. Okay, wir halten mal den anderen Spiegel auf der anderen Seite an. Wir machen uns ja hier nicht unnötige Arbeit, wenn es nicht sein muss. Hier sieht es schon mal, oh ja, hier sieht es sehr gut aus. Hier brauche ich nur noch ein bisschen nacharbeiten, aber da brauche ich ganz minimal nur was wegnehmen. Ich gucke hier nochmal, oh ja, das sieht schon sehr gut aus. Wir schauen jetzt nochmal dazu. Gehe ich hier einfach mal hoch. Wie gesagt, das wird noch ein bisschen verschönert. Aber richtig genial. Den anderen Spiegel nochmal anhalten. Ja. Toll. Gut. Also, ich bin zufrieden. Jetzt muss das Ganze natürlich noch ein bisschen verschönert werden. Ich habe natürlich eckige Ausschnitte hier gemacht. Hier, das sind eckige Ausschnitte, aber das ist nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben einen ordentlichen Platz, ne, für diesen Fuß. Ein kleiner Schleifstein. Weiter geht's. Dafür stelle ich mich auch mal hier oben drauf. Sieht gut aus. Ein bisschen Schleifpapier.
Feines und dann arbeiten wir das richtig zum Unauffälligen. Das gleiche passiert natürlich hier auch. Immer schön sauber machen, nochmal nachgucken. Vor allem immer schön gleichmäßig arbeiten. Von innen. Ja, hier nochmal. Das sieht gut aus. Hier auch ruhig nochmal von innen. Gut. Und ja, genau hier auch nochmal. Okay. Schleifpapier. Dazu nehme ich, das war 600er. Genau. 600er Schleifpapier. Einmal in der Mitte zusammenfügen. Und dann ganz fein nacharbeiten. Hier bekomme ich dann auch wieder eine richtig schöne Linie. Wie gesagt, es soll ja nicht auffallen. Vor allem, das wird ja später eh noch alles lackiert. So weit sind wir noch gar nicht. Das zeige ich euch jetzt hier auf der einen Seite, wie ich das mache. Es könnte auch später sein, dass wir dieses ganze Teil hier neu lackieren sogar. Wahrscheinlich wird es nicht so bleiben, wie es jetzt aussieht. Aber wir müssen erstmal Vorarbeiten machen, bis wir überhaupt dann später dazu kommen. Gut, von unten nochmal und ich glaube, ja. Ich denke mal, das kann sich sehen lassen. Nun zeige ich euch das nochmal von nah an. Das sieht jetzt so aus, aber es ist ja auch minimal, was ich weggenommen habe. Und wie gesagt, das Ding sieht sowieso recht schäbig aus. Hier mal ein Satz passiert, wo ich gerade auch sehe, da ist sogar ein Riss. Dann auf dieser Seite, ja, auch geratscht. Dagegen sieht, glaube ich, meine Arbeit so, sogar noch recht gut aus. Ihr wisst ja, der Roller, der hat noch, da steckt noch viel Arbeit und Kraft drin. Aber so soll es sein. Was ich jetzt mache, werdet ihr natürlich auch noch sehen. Jetzt kann es ja sein, dass hier was reinkam, wo ich jetzt hier geschnitten hatte. Wir pusten das Ganze jetzt mal ab. So, und jetzt nochmal hier. So holen wir auch die letzten Spinnweben noch raus. Jetzt hier rein. Seht ihr, was da noch so rauskam? Also das ist,
ganz gut, wenn man einen Kompressor hat. Okay, jetzt nochmal alles mit Bremsenreiniger hier vorne ein bisschen abwischen, auch hier. Und dann sehen wir uns sofort wieder. Ah, ich dachte mir, ich zeige euch das einfach, wie ich das mache. Ganz einfach. Gut, erstmal hier machen wir erstmal wieder fettfrei. Einsetzen werden wir aber trotzdem alles mit Fett, dass das dann nicht rostet. Wir müssen natürlich auch noch eine extra Schraube dafür schneiden. Das heißt, wir brauchen eine gesonderte Schraube, weil wir haben ja nicht so eine Wahnsinnstiefe. Ne? Ja, aber das machen wir heute in Schnelldurchgang. Gut, hier ist erstmal alles fettfrei. Zumindest die Seite. Nächste Seite ist dran. Erstmal hier oben, bevor ich jetzt da unten das sauber mache. Weil hier habe ich nämlich noch eine Kleinigkeit vor. Deshalb muss das sauber sein. Ne? Vor allem fettfrei. Hier nochmal. Ja, ich beuge eben gerne vor. Genau, wir nehmen jetzt unseren Filzer. Ich sage extra Filzer, sonst, obwohl wir ziehen hier eh Werbung drüber. Ich nehme den Edding und zeichne hier jetzt einfach erstmal die Kanten nach, um sie einfach zu schwärzen. Genau, das mache ich jetzt ganz in Ruhe und dann geht es natürlich weiter mit den Spiegel ein- oder Ansätzen, ne? Mit der Verschraubung. So, eine Seite zeige ich euch, die andere mache ich dann separat. Und dann sieht man das hier gar nicht mehr, ob ich hier was dran gemacht habe oder nicht. So Leute, fertig. Das heißt, nochmal Spiegel ansetzen. Das hier ist so gut wie getrocknet. Spiegel ansetzen, ich gucke von oben. Ho. Ja, ich würde mal sagen, perfekt. Ich bin mal gespannt, wie das mit den Spiegeln dann aussieht. Ich muss mal hier das Gummi nochmal richtig aufsetzen. So, weil ich muss mit diesem Spiegel weiter runter. Das heißt, ich muss das Gummi dann mitziehen. Aufsetzen. Na, wenn das mal nicht ein Bild ist. Na Peter, das mit dem Messen lernen wir auch noch mal. Das wirst du auch noch irgendwann hinkriegen oder hinbekommen. Jetzt nehme ich aber auch gleich Fett. Nun sollte nichts mehr im Wege stehen. Und ich mache jetzt an dieser Schraube unterhalb etwas Fett dran. Und wir setzen sie jetzt natürlich auch ein. Okay. Wir lassen uns mal überraschen. Ich bin selbst gespannt. Aber es sollte jetzt letztendlich dann auch klappen. Und? Ja, es klappt. Okay, ich möchte jetzt erstmal gucken, wie muss der Spiegel sitzen. Ich würde ihn gerne etwas nach vorne ziehen. Ja, hier mit dem Gummi, das muss ich dann natürlich auch noch ausrichten, weil der Spiegel ja jetzt nicht so steht. Er steht ja jetzt gerade und da muss ich natürlich darauf achten, dass das Gummi sich dann letztendlich mitzieht. Gut, Lenker gerade stellen. Spiegel etwas nach da. Ja, ich glaube, das wird. Das geht. So, dass ich ihn nicht direkt im Genick habe. Immer noch mal schauen. Ja, das sieht recht gut aus. Also können wir ihn dementsprechend festziehen. Spiegel Nummer 2. Okay, jetzt jage ich hier mal die Schraube schon mal durch. Nehme mir natürlich auch Fett und fette das Ganze hier auch ein.
und setzen somit dieses Spiegel an. Na, das geht doch fast von alleine. Ich bin mal gespannt, wenn ich dann fahre, wie das dann letztendlich wirkt. Gut, Lenker gerade stellen und den Spiegel in die gleiche Position bringen, wie drüben den Spiegel, und letztendlich festhalten. So. Und schon haben wir zwei neue Spiegel. Gut, ich setze mich jetzt hier einfach mal drauf, weil der Roller, der hängt voll schräg. Und stelle mir einfach mal den Spiegel ein, wie ich ihn ungefähr bräuchte oder beide bräuchte. Gut, das gibt sich dann alleine hier noch, ne, mit diesem Gummi, weil ich gesagt habe, ja, einmal drehen, schon sitzt es wieder, so wie es sein soll. Position nochmal gucken. Ja, ich denke mal, oh ja, das sieht recht gut aus. Kann ich bedenkenlos so lassen. Noch ein bisschen zurück. Ja, das heißt, ich habe mir jetzt einen anderen Imbusschlüssel genommen und ziehe hier nochmal nach. Oh ja, das ist okay. Hier auch nochmal. Oh ja, okay, habe ich den Spiegellösen verdreht. Gut, na, wer sagt's denn? Wir dürfen diese nicht vergessen, ne? Unsere Nöpplis, dass wir die Schrauben abdecken. Das heißt, hier kommt eine Schraubenabdeckung rein. Ja, das ist immer gar nicht so einfach irgendwie. Ich glaube, die Schraubenköpfe sind ein bisschen hoch. Das heißt, ich muss unten eventuell ein Stück abschneiden. Aber das musste ich ja, oder muss ich bei den Irisroller auch noch machen. Ich denke mal gucken. Oder? Ja. Ich bin auch manchmal, weiß ich nicht, ob ich die eventuell sogar vertauscht habe. Aber das wird sich zeigen. Moment. Na! Ha! Den setze ich auch nochmal neu an. Den setze ich nochmal neu an. So. Und runter damit. Was sagt's denn? Lass uns mal so einen ganz kleinen Mini-Porn machen. Mir jetzt gerade selbst erst aufgefallen ist, obwohl ich den Roller jetzt schon so lange habe. Hier ist nämlich auch eine Ecke ausgebrochen. Das heißt, wir brauchen irgendwann ein neues Verkleidungsstück. Ja, also mir gefällt's. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Ditech oder wie auch immer Spiegeländerung ausgelöst. Keine Ahnung. Wer jetzt sich diese Spiegel dran baut, der wird richtig zufrieden sein, mit Sicherheit. Falls der ein oder andere das braucht, dort gibt es sie sehr günstig. Kanalbeschreibung, bei mir nicht vergessen. Dann kommen wir noch mal ganz kurz drauf zurück, weil das Video ist fast zu Ende. Wir kommen noch mal auf Eddie und auf Michael zurück. Peugeot Elisio 125, Peugeot Elisio 50, die beiden Kassler Roller. Ich stelle euch jetzt noch ein Bild hinterher, oder jetzt noch ein,
dass ihr mal seht, wer ist überhaupt Eddie und wer ist überhaupt Michael. Wir haben extra noch zwei schöne Bilder gemacht, dass ihr sie auch mal sehen könnt. Und ja, sie freuen sich einfach, dass die Roller hier bei mir gut untergebracht sind. Viel Spaß bei diesem Video. Einen schönen Gruß nach Scooter Garage und ein großes Dankeschön. Wir sehen uns in... Was soll ich noch sagen? Morgen!